Der Anime ist toll und herzlich willkommen! Ja, keine Ahnung, was das und wer. Ja, naja, einfach weiter tun, weil heute Samstag? Ist heute Samstag? Nein, heute ist Donnerstag für mich. 20, oh, na, nicht einmal. Es ist erst halb sieben, also so spät ist es jetzt noch nicht. Ja, es ist Donnerstag für mich. Und Sirene! Was habe ich heute? Und schwarze Läufe, warum Sirene? Habe ich ja schon einmal angemerkt, dass da die ganzen Schachfiguren, da Läufer und Springer, Dame gibt's auch noch, aber die finde ich seltener. Aber die zwei, die sind irgendwie so standardhaft. Und Sirene, das... Was ist das eigentlich? Das müssen wir gleich schauen. Du da, zeig. Du da, zeig. Berserker Sirene. Warum ist das in der Silbman gewesen? Ich finde schon, dass es seltener ist. Naja, aber Feuer. Rabenkralle. Sirene. Ist das eigentlich nicht der Kampfgeist von Houdini? Fragezeichen. Braucht das jemand? Naja, ich kann euch sowieso wieder das neue Team zeigen. Das neue Team. Teams bearbeiten, oder? Teams nicht bearbeiten, sondern Aufstellung. Das möchte ich euch sagen. Da kann ich auch gleich sehen, ob ich da jemand den Kampfgeist geben kann. Da. Nee, ich glaube nicht. Naja. Silas Endes. Ja, sie. Entweder dieser Ed Jogge oder Jogge oder wie man den ausspricht. Oder sie waren meine... Ja, sagen wir einfach, die beiden waren meine ersten Spieler, die ich angeworben habe. Ja, schon wieder Koch. Irgendwie haben es die Torfrauen mit Kochen. Naja, ich habe es irgendwie lustig gefunden, da Wanli und dieser Brocken und dazwischen einfach mal JP. Einfach so. Jobberry. Und natürlich Aeon. Wie gesagt, der wird überall auftauchen. Aeon, mein Schätzchen. Und Pudding. Ich möchte jetzt Pudding. Strata Pudding. Ne, Strata, Teller, Strata nicht, aber naja. Da habe ich Platz gemacht für die Torte der Tortigkeit. Eigentlich hätte ich auch eher wieder hinschieben können, aber wir wollen doch mal auch anderen die Chance geben, sich zu beweisen. Dann dieser Typ da, habe ich den nicht einmal gezeigt? Ich glaube, bei dem Spiel, wo ich nur Luftviecher einsetzen durfte. Naja, dann Axel Blaze, unser Axelhaft. Und du da. Die beiden haben doch eine Schusskraft, die kann man sich schon ansehen. Naja. Und Nishiki Ryoma mit Musashi Mishim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 
Ja, die sind auch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei dieser Tour nur Spieler sind, die man eher speziell anwirbt. Ja, speziell. Nicht so Spieler, die auftauchen im Spiel, sondern eher erst da, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Aber das, diese Aufstellung, ich glaube, die haben wir letztens gehabt. Naja, du Karl Kappa, du bist doch Dingsbombs, bla bla platsch. Blitsch, platsch, Fußball spielen wir. Keine Ahnung. Was war das für Mucke? Naja, wieder schnell Holy Schwestern, ältere der Holy Schwestern, was ist das? Naja, ein paar, oder naja, ein paar. Der da und der Tormann sind doch Reimann, oder? Naja, Reimann kann man halt hier anwerben. In dieser Dingsbums. Ja, Dingsbums. Naja, Blaze. Da ist Evans. Blaze, Evans. Die sind da, die Dingsbums da. Ja, das ist wieder voll gut ausgedrückt. Ja. Warum hast du so ein Haar? Du, da schaut aus wie ein Bart, obwohl du ein Erstklässler bist. Naja, Erstklässler, wie schon in ein paar Parts vermutet, ist ein Erstklässler jetzt in diesem Spiel so 13 Jahre. Um die 13 Jahre. Naja, ist auch egal. Und über was kann ich denn reden? Was ist das für ein Muckermuck? Welche Mucke war denn das nochmal? Naja, das kann ich mit der... Mal ansprechen. Mann, jetzt die haben auch Kampfgeist oder was? Naja. Dass die da, die drei da im Sturm rein haben, das kann man sich doch schon denken. Warum hast du eigentlich nur Luftfähigkeiten, obwohl du ein Baumding bist? Ein Baumding-Ding. Ich glaube, das ist, ja, das ist da mit dem Automaten beim Trainieren. Trainieren, versteht ihr, Jade-Witzer? Naja, ja, einfach mal nach vorne latschen und wer ist im Tor? Naja, wer ist im Tor? Das wissen wir ja, diese Ente da. Diese Ente. Nein, 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 nein. Schieß, schieß! Hast du auch Katana-Kit? Wie schaut denn das aus? Ist das die? Ja. Ich habe mich schon gefragt, weil im Anime, da hat er auf einmal so eine Technik drauf, die ich im Spiel nicht gesehen habe. Und das war die. Okay, schön zu wissen. Die Stimme passt wieder überhaupt nicht zu dem Typ wieder. Naja. Ich wollte wieder sicher irgendwas ansprechen. Naja, das kennt ihr ja von mir, oder? Besonders jetzt nach der Uni ist das ja. Obwohl heute habe ich das Glück gehabt, dass ich früher ausgehabt habe, also dass etwas abgesagt wurde. Ist das nächste Woche so? Ich weiß jetzt nicht, ob das. Ich glaube aber Mikrobiologie, also was ich da jetzt immer gehabt habe. Wow, was war das für ein Passspiel? Feuertornado, jetzt sehen wir uns das mal an. Die Attacke von Axel Blaze. Boing. Boing. Genau so macht das. Naja. Das sollten doch Teamkameraden sein, oder? Axel Blaze und die Ente. Die Ente. Naja, aber das schaut einmal gut aus mit dem Raum. So kann's weitergehen. Ja. Wo war ich denn? Naja, Mikrobiologie. Das wollte ich sagen. Da gab's dann doch Veränderungen mit dem Plan. Deswegen, naja, das ist ja den Plan, was ich da immer vor meinem PC liegen habe, der ist, glaube ich, der richtige. Auch wenn da ein paar Termine nicht stimmen. Aber ja, ich glaube, das sollte doch, ne, Doppelfalle. Kenne ich das oder kenne ich das nicht? Etwas sagt es mir schon. Ja, aber keine Ahnung. Naja, mach ihn einfach rein. Ist auch egal. Ist auch egal. Naja, ich glaube, ab nächste Woche habe ich keine Mikrobiologie mehr, also die Vorlesung. Oder? Ich weiß nicht. Weil bald sind... Naja, der erste Termin für die Prüfung ist am 4., glaube ich. Am 4.12., heute ist der 20.11. Und ich glaube immer so eine Woche vorher ist
dann die letzte Vorlesung bei so welchen Prüfungen oder sowas. Genau, muss nicht sein, aber ich glaube schon, dass nächste Woche nicht mehr ist. Oder es ist halt nächste Woche das letzte Mal. Ist eigentlich auch egal. Und ja, so, Mann, ich habe keine Punkte mehr übrig, deswegen verliere ich jetzt. Nur deswegen verliere ich jetzt. Naja, das kann sich schon sehen lassen, dieses Zwischenergebnis. Naja, Zwischenergebnis. Es ist nicht schlecht, in der ersten Halbzeit schon 3:0 vorne zu sein. Das ist nicht schlecht. Naja. Gut gemacht, du Spastikus. Nein. Dass man da automatisch immer den Zweikampf verliert. Naja, mit dir hätte ich sowieso nicht gut schießen können. Du bist im Abseits. Warum bist du im Abseits? So. Nee, so. Nee, genau so. So will ich das sehen. Schaffen wir noch einen Angriff? Ich muss ja jetzt noch warten, bis... Jable heißt sie, glaube ich. Die Spielerin da oben. Da oben. Nein, nicht du. Ja, warum? Da, nee, warum? Axel, du Axelheit. Nicht mehr so Aufmerksamkeit. Voll gegen den Baum. Voll gegen die Stirnbaum. Und jetzt schieß rein. Mann, jetzt musst du natürlich verlieren den Ball. Yeah, yeah, yeah. Jetzt kann passieren, was er will. Aber du hast keine Nummer, Rücknummer. Das ist doch super. Yeah. Keine Ahnung. Ja, Jable. Boah. Das war niedlich, was sie gerade gemacht hat. Nur für eine kurze Zeit. Punktblick. Haben wir das gesehen, aber naja. Da sind wir ja schon beim Thema, obwohl es nicht beim Thema ist. Aber ich möchte es ansprechen. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Ja, was denn? Ich weiß nicht. Nämlich dämlich. Habt ihr das verstanden? Keine Ahnung. Ja, einfach nach vorne laufen, tun. Ich habe wieder ein anderes Thema, das ich mir einfallen tun gewesen ist. Das spreche ich jetzt an, bevor ich es noch einmal vergesse, weil das wollte ich heute schon ein paar Mal ansprechen. Naja, ein paar Mal. Ich habe versucht es zu vertuchen, ja. Was soll das für ein Satz sein? Ich weiß doch nicht. Jetzt nimm ihr den Ball ab oder ihn oder etwas, was das Viech da ist. Jawohl, gut gemacht. Oder willst du ein Tor schießen? Du hast es dir verdient! Seifenblasenbomben, Dingsbomben. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Was soll das? Was für eine Attacke. Was für eine Attacke. Naja, ich wollte halt sagen, wegen den S-Rang der anderen Spiele da. Boah, die waren nervig. Naja, nicht die, sondern ein bestimmtes Spiel. Ich glaube, das vorletzte Spiel der unteren Reihe da von dieser Fußballtour. Boah, ey, das hat mich so aufgeregt, weil ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Mal 4:0 gewonnen. Und 5:0 brauche ich für einen Rang. Und das hat mich so aufgeregt, weil irgendwie wollte es einfach nicht. Es wollte einfach nicht. Irgendwie hat sich das Spiel immer gedacht, irgendetwas lasse ich mir jetzt einfallen, dass er den Ball verliert oder dass die Zeit schneller vergeht oder sowas. Boah, das war extrem nervig. Naja. Ist auch egal. Komm schon, Erwin, zeig mal, was du drauf hast. Ja, jetzt rennt er wieder nach hinten. Naja, es sollen auch mal andere Aufmerksamkeit bekommen. Aber Erwin muss trotzdem noch drin bleiben. Kaiserpinguin, Pinguine, der Pinguin. Na, da, Erwin ist eh beteiligt. Ja, er wird euch verfolgen, Erwin. Ach ja, oh mein Gott. Ich weiß nicht, warum ich das heute geträumt habe, aber... Ich habe heute geträumt, irgendwie, keine Ahnung warum, ich war, das klingt irgendwie so doof, ich war mit Erwin und mit ein paar anderen Typen irgendwie wandern auf dem Berg und dann vor einmal ist irgend so ein Psycho dahergekommen, hat ein Erwin mit einem Speer durchbohrt und wollte mich durchbohren. Ich bin geflohen. Das war so merkwürdig irgendwie und ich war auch irgendwie voll traurig. Auch jetzt danach, wenn ich an diesen Traum denke, weil wenn vor meinen Augen einfach so niedergestochen wird. Niedergebohrt wird. Oh, und dieser Anblick. Irgendwie
hat er selber den Speer raus? Ich weiß nicht. Aber der Speer war aber draußen und da hat man die Wunde auch gesehen. Keine Ahnung, warum ich sowas geträumt habe. Oh, jetzt kann man auch daherkommen und sagen, jetzt interpretieren wir deinen Traum. Aber keine Ahnung, ob das irgendeinen Sinn hat oder doch nicht. Aber das war doch irgendwie schockierend, der Traum. Naja. Aber wirklich. Wirklich. Man kann sich vielleicht vorstellen, wie lieb ich Erwin habe und wenn ich das sehe und dann. Oh, oh. Naja. Das schaut immer so bekloppt aus. Naja. Nein. Oh, ja, easy. Ah, irgendwer hat den Ball abgenommen. Los, schieß noch eine rein. Aber den S-Rang haben wir wenigstens. Schieß abblocken. Gegen Team Ogre war das gar nicht so nervig, dieses S-Rang-Dings. Weil, vielleicht habt ihr es ja noch in Erinnerung, aber die zwei Verteidiger, die setzen ja gerne ein Kampfgeist-Gedöns. Und ja, so haben sie dann nicht mehr die Möglichkeit, den Schuss abzublocken oder zu schwächen, wenn man also mit so einem Flugfischfinale-Gedöns, wenn man da aufs Tor schießt, da können ja die Spieler, da seht ihr ja immer da ein Schussfeld, wenn ihr mal drauf achtet, da das Blaue, das was da immer erscheint, wenn da ein Spieler, ein gegnerischer Spieler drinnen ist und eine Fähigkeit hat, also eine Spezialtechnik, die es dir ermöglicht, einen Schuss abzublocken oder abzuschwächen, dann kann man das. Dann kann man das. Naja, ich greife dich nicht noch einmal an, weil das ist Zeitverbrennung. Zeitverbrennung, was soll das jetzt? Naja, ich wollte das aus ist, weil das unnötig in die Länge ziehen. Nee. Gewonnen haben wir. Habt ihr das gelesen? Habten. Sieg, juhu. Kriegen wir irgendwas? Nee, außer das Wappen der Wappenheit. Oh, das ist aber wenig. Das ist aber wenig spezial. Na, Spezialerfahrungspunkte gedöns. Naja, wechseln wir mal ein paar Spieler ein und aus und so. Aufstellung. Naja, eigentlich könnte ich das so machen und dann so, aber egal. Die Verteidigung hat überhaupt nichts machen müssen. Wechseln wir mal dich aus. Dann du rein. Und wen sollen wir raus? Wen sollen wir raus? Ich weiß es nicht. Dich? Nee. Dich? Nee. Nee. Ja, oder sollen wir Torwand? Nee, Torwand. Torwand. Jetzt spielen wir mit denen ein bisschen und dann wieder umstellen. Einfach so herumgedönsen. Okay, FF Reimann. Das brauche ich auch. Irgendein Item davon. Okay, wer wird da gegen uns antreten? Ja, FF Reimann. Natürlich, aber welcher Gegner? Oh ja, deine geile Musik im Hintergrund. Na, was habe ich mir eigentlich gedacht? FF Reimann, wer wird da gegen uns antreten? Okay, mal schauen. Schauen. Sollen wir das durchlesen? Ja, das lesen wir durch. Anzeige, komm her! Ja, weil das ist Reimann, das ist Reimann. Ja, mehr braucht man nicht zu sagen. Das habe ich ja mal angesprochen, aber da spreche ich vielleicht dann. Naja, Mark Evans, heißblütiger Kapitän von Reimann. Er ist berühmt dafür, niemals aufzugeben. Aber Reimann-Handschuhe, Mann, die haben alle die Noob-Items da. Die vielleicht nur 1, 2 plus gibt. Naja, das wird auch nicht so schwierig. Werde ich jetzt mal sagen. Chachachak. Die Mauer in der Abwehr. Er ist riesig, aber ein bisschen feige. Warum müssen die Verteidiger immer so fett sein und so eine Stimme haben? Naja, aber wirklich. Aber wirklich. Die Fetten haben meistens so eine dumme Stimme. Immer so irgendwie. Nathan, geschwind wieder mit. Und ein guter Freund von Mark. Okay, Verteidigung. Du bist Verteidigung. Jim Wayland. Viele halten ihn für unheimlich. Dabei wäre er selbst gerne etwas auffälliger. Ja, bei dieser Haarpracht, da bist du ja schon auffällig. Naja.
Zwiebel! Was tot Iron sei tot! Er tot! Dieser kleine Lümmel lässt sich von niemandem übers Ohr hauen. Sondern über die Zwiebel. Keine Ahnung. Sam Kincaid Kincaid ein Angsthabe, über den sich so manch einer im Team lustig macht. Das ist aber kein Mark. Ich hätte gedacht, du bist Kapitän. Das gehört sich nicht, das lustig machen Gedöns. Naja, Maxwell Carlsen, ein Multitalent, aber er ist sehr schnell gelangweilt. Multitalent, okay. Und Steve Grimm, ich bin etwas Besonderes. Naja, wenn er meint. Du bist eingebildet. Naja, wenn er meint. Tim Saunders, Timmy, seht, wie er den Ball mit seinen Kung-Fu-Techniken ergaggert. Okay. Kung-Fu-Kupferdrache. Das kann ich mir kung-fu-haftig vorstellen, aber Windows und Schallschraube, nee, nicht wirklich. Na, Axel Blaze, die Leidenschaft dieses Kohltypen für Fußball brennt heiß. Was die mir brennt und Feuerviecher. Und du, Kevin Dragonfly-Dings. Dragonfly? Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Naja, der Eifer dieses Stürmers ist genauso furchterregend wie sein Gesicht. Der schaut auch als Kind nicht aus. Na, Kind. Jugendlicher nicht aus wie ein Jugendlicher, sondern Erwachsener. Naja, wer ist denn da draußen? William Glass. Oh, du warst. Okay. Der hat noch doch irgendwie jung gewirkt. Also dieser Futti da in der Spielhalle. Ich hätte gedacht, der ist noch ein Schüler oder sowas. Sein Wissen über Fußball sucht seinesgleichen. Aber sein Können! Ja, sein Können. Eric Eagle. Dieser Mittelfeldmagier feiert sein Comeback. Deswegen ist er drinnen in der Startaufstellung. Naja, ist er eigentlich. Aber, naja. Jude, ein genialer Spielmacher. Technisch und strategisch gleichsam brillant. Und deswegen ist er draußen in der Ersatzbank. Bobby Jajaja. Er nimmt sich selbst nicht ernst und hat ein gutes Herz. Das wäre mal geil, wenn der Jude oder Mark Trainer wären. Naja, das musste auch sein. Und diese Musik ist so geil. Geil! Warum denn? Einfach Menüchen. Menüchen. Ja, passen, du Spastikus. Jetzt zeigen wir, wer Raimon ist. Ninja! Lauf! Lauf geschwind wie der Wind und verlier den Ball. Nein, wer hat den Kampfgeist? Nathan! Warum machst du einen Zweikampffeuer? Was mache ich da so auf? Grönemeyer heißt das so? So. Was? Nein, das ist doch... Keine Ahnung, ich kann das nicht. Aber ich mochte doch diese... Was? Die Mauer? Warum ist das eine andere Mauer? Aber ich mochte den WM-Song. Also als die WM in Deutschland war. Es ist Zeit, dass ich was drehe. Tja, das habe ich voll gemacht. Warum spielst du einfach ab? Los! Zeig Mark Evans, wer besser ist. Mark Evans oder Krani? Wer ist Krani? Ich weiß nicht. Und geht er rein? Gegen den berüchtigen Mark Evans? Ist das die V-Attacke? Ja, die schaut so geil aus. Irgendwie so Kamehameha-like von Son Gohan in der Cell-Saga. So einhandiges Gedöns. Naja. warum haben die alle Kampfgeister, oder? Naja, da achte ich ja nicht drauf. Also jetzt beim Team erstellen, ob jetzt jemand so Flugfischen alle drauf hat oder so nicht. Nee. Komm schon, Arion! Ja, das wird jetzt ein Zweikampf. Mark Evans gegen Arion. Wie kannst du dir so sicher sein, dass Arion so weit kommt? Ja, passt. Ich wollte sowieso den Kampfgeist jetzt einsetzen. Mark Evans, du bist voller Spielverderber. Komm schon, Arion. Arion gegen Mark Evans. Die zwei Verteidiger da, die können mich mal mit den Kampfgeistern. Die werden mich nicht besiegen. Arion, komm schon. Zeig ihnen, was ein Zeig ihnen ist. Und wer wird gewinnen? Komm schon, Arion. Wir glauben an dich. Ja, passt schon. Und jetzt noch du nicht. Sondern... Okay, komm schon, Mark. Zeig mir, was du drauf hast. Endo. Wie du im Japanischen heißt.
oder ist das sein Nachname? Das ist manchmal so verwirrend. Oh, okay, okay, mal schauen. Mal schauen. Und? Jawohl. Ja, Erwin, du bist besser. Nur 1-0. Naja. Naja. Aber es ist doch dann schwieriger, wenn die Gegner Kampfgeister haben. Das muss man auch sagen, weil jetzt kann man da nicht so herumspazieren. Naja. Das ist irritiert da. Oh mein Gott, Zwillinge! Naja. Naja. Es ist halt im japanischen manchmal doch etwas, aber nur etwas mehr. Na, merkwürdig nicht, aber irreführend. Ob das jetzt der Nachname oder Vorname ist, was die da immer aussprechen, weil zum Beispiel jetzt in Anime von Inazuma Eleven Go, da sprechen sie ja, na, sie eigentlich spricht er nur, ja, eigentlich sprechen alle Victor mit dem Nachnamen an. Nur sein Bruder eben nicht. Der spricht mit dem Vornamen an und deswegen kann man manchmal verwirrt sein. Sprechen sie jetzt Nachname an oder sowas? Los, renn, geschwind, Wind, irgendwas. Das wirst du zwar jetzt nicht. Komm schon. Nee, komm schon. Schallschraube, mach ihn rein, mach ihn rein. Rein, rein und boom. Aber hoffentlich verwendet er seine Spezialtechnik. Jawohl. Voll vergeudet, diese Technik hier. Ja, ja. Brauchst nicht so ernst zu schauen. Junger Mark Evans. So spricht man ihn aus. Wusstet ihr das nicht? Dann seid hier geschwind wieder weg. Warum haben die eigentlich das Auswärtstrikot von Reimann? Hm? Und nicht das Heimwärts-Trikot. Heimwärts, sagt man das so? Keine Ahnung. Naja, 1-0. Nee. Kann besser sein. Aber ich gebe nicht auf, Leute. Peute, peute, treute, meute, seute, teute. Ja, ja. Ich bin so ein Reimkünstler. Einfach Wörter finden, die sich dann reimen. Hm? Das ist Kunst. Das ist wahre Kunst, meine lieben Leute. Ja. Los, komm schon. Axel, du wirst du geäxelt. Ich habe mir am Anfang voll doof ausgesprochen. Axel, der Axel. Warum gewinnst du den Zweikampf, Junge? Oh nein, was tust du? Das kommt mir... Na, doch. Tetraball. Ist das nicht eine Pokémon-Attacke? Ist das eine Poppendempo? Ist das nicht eine Popo-Attacke? Von Mr. Popo, der Popo. Hi. Was rede ich für ein Blödsinn da hier? Ich weiß es doch selber nicht. Jetzt verlierst du einen Ball. Warum denn? Nee, 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 nee. Warum Spezialtechnik? Himmelsturm. Okay. Naja, jetzt sind sie halt vor dem Tor. Eigentlich noch nicht. Ich hätte gedacht, die sind unmittelbar davor. Du hast sowieso keine Chance gegen unsere Abwehr. Gegen die zwei Brocken und JP habt ihr keine Chance. Komm schon, Jabri! Schiepe! Schiepe! Ja. Ja, das hört sich irgendwie so doof an. Schiepe! Ja. Ja. Ich kann halt kein Französisch. Ich weiß schon, ich weiß schon. Jabri! Wie ist der im Anime? Shinsuke! Shinsuke! Shinsuke, aber das U spricht man ja wieder nicht aus. Shinsuke irgendwie so. Das hört sich jetzt auch irgendwie blöd an. Wahrscheinlich, weil es ich ausspreche und ich das nicht aussprechen kann, weil ich ein Spasti bin. Was wirst du denn so aggressiv, mein Junge? Ich weiß es doch nicht. Warum redest du wieder so mit dir selbst? Ich weiß es doch nicht. Warum? Wer hat ein Theateraufführer gedöhnt? Okay, ich mach das. Das wird mein Traum werden. Ihr werdet es noch sehen. Ich werde am Theater dran sein und trainieren. Was war das? Keine Ahnung. Ja, ja. Das ist meine Stärke. Spontan irgendeinen Scheiß daher zu quasseln. 30 Minuten sind schon. Soll ich danach noch ein Match machen? Dann mache ich wieder nächsten Part. Part! Oder? Nein, ich mach's jetzt. Ich mache heute drei Parts. Na, drei Parts. Ich mache heute drei Match. Und die 5-0 schaffen wir sowieso nicht mehr. Naja, heute mache ich die drei Matches.
Und erst nächsten Part, die anderen zwei, weil ich einen Kampfgeist einsetzen muss, obwohl ich keinen Kampfgeist mit dieser Dings da hinten hab. Ja, das kann ich. Das ist schlecht. Es steht 1-2, oh mein Göttchen. Aber jetzt sehen wir das wenigstens mal. Wow. Naja. Ich mache heute die 3, weil der Part ja wahrscheinlich am Samstag rauskommt und dann habt ihr wahrscheinlich am Wochenende mehr Zeit, den Part zu gucken, als dann wieder unter der Woche so einen langen Part. Jetzt wird er noch extra lang, weil Verlängerung vielleicht? Oder... Nee, komm schon, du musst zeigen, was du drauf hast, Axel. Bist du an der Reihe, dich zu beweisen? Ja, einfach nach vorne, meine Leute, heute, heute. Jetzt erfindet er schon wieder Wörter, heute, heute. Nein, ich kann keinen Kampfgeist einsetzen, warum den? Nur weil ich mal nachgesehen habe, darf ich nicht nachsehen, ob der, die Frau da einen Kampfgeist hat. Obwohl, hätte ich nachgedacht, dann hätte ich es doch gewusst, dass sie keinen Dings hat. Sie hat kein Dings. Titanenschlag, bist du deppert? Hör auf! Oh nein, jetzt heißt es Attack on Titan, versteht ihr? Ich weiß nicht, immer ich mit meinem... Okay, es ist... dann wird's heute extra lang. Extra, extra. Was war das? Ich weiß nicht. Das ist unnötig, oder? Sollen wir mal schauen? Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich werde jetzt cutten und so Spielverzögerungen, sowas, hinten immer so herumpassen und dann einschalten. Warum habe ich jetzt eine Träne im Auge? Warum habe ich jetzt wirklich eine Träne im Auge gedönst? Naja, ich werde jetzt einfach so Zeit schinden, so herumpassen und dann sollte es nach der Verlängerung doch Elfmeterschießen geben und das zeige ich euch mal, wie das dann wird. Naja, also bis gleich. So, Verlängerung vorbei und Elfmeter. Ich weiß, dass Elfmeterschießen unentschieden, oder? Oder ist das jetzt verloren? Ich weiß, dass es Elfmeterschießen gibt, aber ich habe es zwar noch nicht gesehen, wie das ausgehen wird oder sowas. Hm? Mann, ist das blöd. Das ist jetzt wirklich blöd. Warum kann man da keine Elfmeterschießen danach machen? Ja, dann mache ich das jetzt alles noch einmal, oder muss ich? Ich kann wahrscheinlich nicht weiter. Nee. Dann mache ich das jetzt noch einmal. Offscreen. Und dann sehen wir uns, wenn bla. Ja. Aber das ist wirklich doof. Warum kann man da nicht Elfmeterschießen machen? So. 5:0 gewonnen. Ich habe überhaupt nicht, gar nicht ein anderes Team benutzt. Naja, das ging eh relativ einfach. Ich habe jetzt die letzten Minuten einfach nur so herumgepasst, wie immer. Weil ich brauche noch ein Item und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man immer wieder höher gewinnt, ich glaube nicht, dass das so ist, aber ich habe halt das Gefühl irgendwie so, wenn man immer wieder höher gegen ein Team gewinnt, dann bekommt man Items. Aber ich glaube, das stimmt auch nicht so. Ist eigentlich auch egal. Aber 5:0 gewonnen. Juhu, juhu. Ein bisschen herumstellen noch. Und dann war's das mit diesem Part. Part. Okay, ein Verteidiger kann man mal raustun. Und dich auch. Und... Muss ich noch jemanden reintun? Oder muss ich jemanden reintun? Ich weiß nicht. Naja, tun wir Erwin mal rein. Ja, der ist sowieso immer drin. Was war das? Ich weiß nicht. Und währenddessen, das waren glaube ich 30 Minuten auch wieder nicht. Das waren halt, sagen wir 10 Minuten. Jetzt der Cut für mich. Ich muss das ja alles nachspielen. Naja, 10, 15 Minuten sagen wir mal. Und da habe ich nachgesehen und ich habe 9 Abo während dieser Zeit gekriegt. Juhu, hallo. Ich habe einen Namen vergessen. Okay, Alius, Raimon Alius. Was sind das jetzt für Raimon-Teams? Aber, ja. Naja, das andere Team hat jetzt schon Level 99 bei mir. Okay. Und die gleiche Mucke schon wieder. Kommt schon, Leute, wir besiegen sie mit Links. Okay.
Legends. Legends. Die kann man auch ein bisschen angucken. Als Surfreiser war so gut wie Evans. Dieser gute Surfen. Du. Jetzt muss ich irgendwie an den zweiten Arenaleiter aus Höhen denken. Naja, ist auch egal. Der kräftige Hörer motiviert uns an. Ein kleiner Schnitzer. Ein kleiner Schnitzer. Habt ihr einen gelesenen Schnitzer? Das war doch der eine Trainer davon. Mount Olympus hieß doch die Mannschaft, oder? Im Finale. Also die erste. Osaka! Da muss ich jetzt an Heiji denken aus Detective Conan. Juhu! Osaka, das ist alles, was Osaka zu bieten hat. Heiji, juhu! Frosty! Starstürmer auf dem hohen Norden bleibt immer cool, außer im Spiel. Spiel. Ja, ja. Ich muss noch Sneo anwerben, da muss ich aber ein Item bekommen. Von einem Team, das wir jetzt schon antreten tun können. Alius, Topspieler der Alius. Also ist Alius ein Team? Ein echtes? Okay. Das werde ich eh sehen. Weil. Das habe ich ja eher mal letztens und vorletztens vielleicht. Keine Ahnung. Aber das habe ich vor kurzem ein paar Mal angesprochen. Es werden. Ja. Kommen. Ja, das war Satzdeutsch. Es werden ja die anderen Vorgänger-Let's Plays-Dings auch kommen. Das steht einmal fest. Zu 100%. Der Leon passt zu dir, dieser Kampfgeist. Ja. Die werden kommen. Aber nur die Frage ist, wann. Weil, wie gesagt, jetzt die nächsten Monate, die sind eigentlich verplant mit... Oh, was für ein Tor. Mit U, was für ein Tor, ja. Nein, die sind eigentlich verplant mit den zwei Höhenspielen. Die nächste Woche, also Samstag, kommt ja diese Folge raus. Das ist nicht einmal eine Woche hin, bis die starten. Nein, im Optimalfall. Ja, ja, wenn ich das Spiel rechtzeitig kriege. Ich habe ja vorbestellt. Nicht, dass die dann daherkommen von GameStop und sagen, nee, 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 muss bis nächste Woche warten. Also in zwei Wochen dann. Weil ich bin... 5-6 Monate davor, also jetzt vor 5-6 Monaten bin ich extra in die Stadt gefahren mit dem Radl, das weiß ich noch, und hab's mir vorbestellt. Naja, ich muss aber mal wieder mein Handy auspacken. Das schalte ich eigentlich nie wieder ein. Das muss ich auch mal machen, weil wenn das genauso abläuft wie bei Pokémon X und Y, da haben sie mich ja angerufen, da habe ich auch vorbestellt, die Dinger da. Da haben sie mich zwei Tage vor dem Release angerufen und gesagt, sie haben die Spiele schon und dann habe ich es gleich abgeholt. Und das hoffe ich jetzt auch, dass das passiert mit Rubin und Saphir. Alpha Saphir. Omega Rubin, so heißt es. Ja, ja, jetzt hast du fast keine Punkte mehr, du Spasti. Nee. Und ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht, dass man da kein Elfmeterschießen mehr haben kann. Naja, egal. Und ja, mal schauen. Aber auf jeden Fall wird schon nächste Woche mein Dingsbums Let's Play beginnen. Von Saphir, also vom Original. Juhu, Seifenblasen. Die Blase muss platzen. Yeah. Naja. Aber da beginnen im Optimalfall nächste Woche schon, nicht einmal eine Woche hin, ja, die nächsten Zweierprojekte. Und das heißt auch für Inazuma Eleven, dass da jetzt nicht mehr so viel kommen kann. Also jeden zweiten Tag. Aber ich schaue, dass ich jede Woche mindestens ein Part rausbringe. Das wird, ich würde jetzt mal spontan sagen, am Montag, weil denkst, naja, ja, weil, warum rennst du jetzt so blöd herum? Naja, wo war ich denn? Ja, warum bist du so blöd herumgegangen, gelaufen, gedöns? Was wollte ich sagen? Naja, eher am Wochenende würde ich das aufnehmen dann, oder? Naja, mal schauen. Das steht noch in den Sternen, ob ich dann Zeit haben werde, das regelmäßiger zu bringen in Inazuma Eleven.
Ich möchte es auf jeden Fall. Und ja, weil... Naja, jetzt kommen zwar langsam die Prüfungen daher von den ganzen Gedöns an der Uni, aber... Na, warum denn? Ich hab's aufs Tor geklickt. Ah, warum machst du dann so einen Kack? Das nervt. Naja. Jetzt ist eh die erste Abteilung. Naja. Wo war ich denn schon wieder? Ich habe es vergessen. Ich hab's wirklich vergessen. Denk nach, du Spasti, denk nach. Was hast du gerade angesprochen? Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Erwian, wo bist du da? Da? Erwian, ten mal ein, ten mal Erwian. Ich sage aber doch öfters Erwian. Ja, warum wohl? Hm? Weil ich das vom Spiel gewohnt bin. Aber, ja, wie gesagt, Tenma finde ich auch ein schöner Name. Tenma, 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 oder sagt man Tenma? Na, ich glaube schon, dass man irgendwie das N betont. Man schreibt es ja Tenma. Ja, naja, schreiben, so schreibt man es nicht im Original. Aber das habe ich so rausgelesen und auch rausgehört aus dem Anime. Naja, auch egal. Wo war ich denn? Was wollte ich ansprechen? Die Projekte, irgendwas. Naja. Ja, es kommen zwar die... jetzt schon langsam die Prüfungen daher. Aber ich habe schon ein paar Vorlesungen weniger. Zum einen Physik und die Übung dazu. Das habe ich ja jetzt schon im ersten Semester gemacht. Naja, habe ich halt angemeldet und so. Ja, obwohl es eigentlich vorgeschlagen wird... erst im dritten Semester zu machen. Aber ich habe es mal ausprobiert und jetzt habe ich entschieden, dass ich es nicht mehr gehe, weil das ist einfach das ist einfach zu viel Stress jetzt. Und das ist eigentlich eh nicht schlimm, dann gehe ich halt nicht mehr. Eigentlich wollte ich die eine da anschreiben noch. Die eine da, naja, für die Übung, dass ich halt nicht komme. Weil Vorlesung ist sowieso keine Pflichtanwesenheit, Gedöns. Aber Übung schon. Und ich glaube, da waren schon wieder. Wenn Jabel ein Tor schießt, dann hopst die so süß herum. jetzt habe ich den Faden verloren schon wieder. Egal. Egal. Und ich habe halt jetzt zu Lehrveranstaltungen schon ein paar weniger. Und naja, ich habe jetzt noch nächste Woche Samstag habe ich noch wieder dieses Computer als Lernmedium gedönst. Was am Samstag ja stattfindet, 5 Stunden lang. Ja, aber wirklich 5 Stunden lang. Einmal 15 Minuten Pause dazwischen. Sonst nur durchmachen. Ist anstrengend, aber dafür ist insgesamt im Semester nur 4-mal. 2 habe ich schon hinter mir. Also wird es nur noch 2-mal kommen. Juhu, ich kann Mathe. Naja. Und... ja, aber eben weil ich mich abgemeldet, weil ich eben das Physik da nicht mehr mache, das wäre, also jetzt nur mal von den Stunden her, es wäre pro Woche 4 Stunden, habe ich da weniger, also ja, das kann sich sehen lassen. Und, so Jable, ich möchte, dass du noch ein Tor schießt. Wo war ich denn schon wieder? Ich hab's vergessen. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Egal, Vorlesungen. Da habe ich halt ein paar weniger jetzt. Eben Physik. Dann, warum hast du nichts mehr? Du hast einen Kampfgeist, das gefällt mir nicht, ja. Du verlässt jetzt einen Zweikampf, das gefällt mir nicht, ja. Naja, und eben habe ich ja heute schon angesprochen, Mikrobiologie. Habe ich entweder heute die letzte Stunde gehabt, also am Donnerstag, oder es wird eben nächste Woche die letzten Stunden sein. Da kann ich mir, naja, da kann ich nicht dazwischen aufnehmen, also für Mikrobiologie, weil, ja, das habe ich, du bist im Abseits, ja, das habe ich am Donnerstag, Mikrobiologie, zwischen zwei Lehrveranstaltungen so gesehen.
Also ich habe eine Lehrveranstaltung. Dann habe ich zweimal Mikrobiologie, also zweimal zwei Stundeneinheiten. Und dann habe ich noch eine Vorlesung. Und ja, wenn Mikrobiologie jetzt ausfällt, dann habe ich, oder ich könnte zwar in der Zwischenzeit, also in den 4 Stunden, wo ich dann Zeit habe, nach Hause fahren, aber ich weiß nicht, ob sich das wirklich auszahlt. Da bleibe ich, glaube ich, doch lieber in der Uni und lerne irgendwas oder schaue irgendwas oder mache irgendwas in der Uni. Und ja, schieß aufs Tor! Ja! Wenigstens 4-0. Das ist auch so ein unzufriedenstellendes Ergebnis, weil 5-0 brauche ich in den S-Rang. Naja. Aber vom Plan her, vom Terminkalender, habe ich dann nach der Zeit eher weniger. Und da glaube ich schon, dass ich dann das nutzen kann, um doch den ein oder anderen in der Summe 11 Part aufzunehmen. Ja. Und ja. Das habe ich ja eh schon im letzten Part angesprochen. Wann die anderen Let's Plays kommen, das weiß ich noch nicht. Vielleicht, wie gesagt, vom Streamen her, vielleicht schaffe ich es da irgendwie. Oder ich finde irgendwie, ich glaube, ich brauche die Meteorklinge für jemanden. Das möchte ich jetzt kurz nachsehen. Steht irgendwo okay? Ja, Neptuno. Ich kann dir, das machen wir jetzt noch. Egal, heute ist der Part eh schon so lang. Obwohl ich cutten musste und deswegen jetzt nicht so weiß, wie lang der Part gerade ist. Naja, anmelden. Einfach, juhu. Ich glaube, ich brauche dich für jemanden. Vielleicht? Naja. Aber du hast einen Kampfgeist, das weiß ich. Und den nehme ich dir jetzt ab. Und ich bräuchte dich eigentlich nicht mehr. Neptun hast du. Wie schön, wie schön. Jetzt seht ihr, wie kaltherzig ich bin. Gib mir deinen Kampfgeist. Und jetzt, du perverses Schwein. Warum bist du pervers? Ich weiß nicht. Jetzt verabschied mir. Ich weiß, ich bin böse. Tschüss. Ja, ich höre einfach so auf, ohne das vorige weiter anzusprechen. Ich bin böse.